Sie haben sich entschieden, die Wahl nicht anzufechten, aber Sie haben angemerkt, es wäre trotzdem notwendig, dass sich da mehrere Parteien und auch die Öffentlichkeit da näher hinschauen. Wie erklären Sie sich, dass das eben nicht passiert? Ja, es ist die Regierung, vor allem in der Verantwortung in Niederösterreich, ist es die ÖVP mit ihrer absoluten Mehrheit, die aufpassen muss endlich, dass sie der Demokratie mit ihrem Verhalten nicht mehr Schaden zufügt. Denn wenn man alleine ein Gesetz durchboxt durch den Landtag und so schlampig macht, wenn man glaubt, was kostet die Welt nach dem Motto und ein fürchterliches Desaster angerichtet hat und mit den Gutachten von Dr. Warner und Dr. Funk ist es für mich amtlich, dass diese Landesregierung nicht legitimiert ist. Und dass wir jetzt recht rasch in Niederösterreich so viel Druck ausüben werden, dass diese gesetzliche Grundlage, die auch für die Gemeinderatswahl gilt, novellieren werden, damit Bürgerinnen und Bürger wieder eine Sicherheit haben, wenn sie zur Wahlurne gehen. Sie haben auch gesagt, die Grünen stehen oft als Buhmänner da. Und zugleich haben Sie auch gesagt, Ihnen geht auch, also sinngemäß haben Sie gesagt, es geht Ihnen die Kraft aus, das alleine zu bestreiten. Also wie steht es um die Grünen? Sind Sie entmutigt oder was ist genau der Status? Nein, wir sind nicht entmutigt, aber ich wollte schon einmal aufzeigen, dass es wenige Parteien in den letzten 20, 30 Jahren gegeben hat, die in den Landtagen, aber auch im Nationalrat um Minderheitenrechte kämpfen. Ausbau auch und alle Dinge, die im Untersuchungsausschuss immer passiert sind, sind auf Treiben der Grünen passiert. Und da hat man dann irgendwann das Gefühl, man ist ständig alleine an der Front. Und ich glaube, dass wir in der Republik, aber auch in Niederösterreich sehr viel weiter wären, wenn andere Parteien das ernster nehmen würden, aber vor allem auch, wenn wir noch mehr kritische Masse in der Öffentlichkeit hätten. Und was glauben Sie, woran liegt das, dass die Öffentlichkeit nicht so kritisch ist, wie Sie sich das wünschen? Ja, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt und nenne es beim Namen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir auch die wichtigste Säule in einer Demokratie, die Medien, dass sie viel, viel kritischer sind im Umgang mit den Parteien, sowohl Opposition als auch vor allem Regierungsparteien und nicht alles einfach so hinnehmen, sondern auch die Zeit und das Geld haben, in den Redaktionen ordentlich zu recherchieren, zu hinterfragen. Das, glaube ich, brauchen wir dringend.